Hallihallo Leute, hier ist der IOSA100 und willkommen zu einer neuen Folge von IOSAs World Tour. Heute möchte ich euch ein paar Kleinigkeiten zeigen, die sich seit dem letzten Mal geändert habt und ihr habt heute die Möglichkeit, wieder die Welt runterzuladen. Ich erkläre euch gleich warum und ich würde sagen, wir ändern jetzt erstmal die Sicht und dann geht's auch schon los. Ja, das erste, was sich seit dem letzten Mal hier groß getan hat, ist dieser Tempel. Viele fragen sich jetzt bestimmt, warum baut er hier einfach so einen Tempel mitten in die Pampa, wo nichts anderes ist? Und ja, die Erklärung dafür haben bestimmt einige von euch schon gesehen, und zwar die Leute, die sich die Welt runtergeladen haben. Und das hat halt damit zu tun, dass man mittlerweile bei Minecraft, da Minecraft da jetzt mittlerweile immer auch im Singleplayer ein Server ist, dass man halt immer am Spawn spawnt. Und der Spawn ist halt momentan hier, also das ist der Spawn von der Welt. Und die Festung liegt mehrere tausend, ja, oder unsere Base liegt mehrere tausend Meter davon entfernt. Und deswegen habe ich mir gedacht, damit man nicht immer dahin laufen oder hinfliegen muss, je nachdem wie ihr das halt gerade benutzt habt, die Welt, gebe ich euch die Möglichkeit, dass ihr hier direkt spawnt und wir einen kleinen Weg darüber bauen. Und dafür habe ich mir halt ein möglichst offenes Tempeldesign ausgesucht. Ich denke mal, das Ganze sieht auf jeden Fall eigentlich ziemlich cool aus, vor allem wenn es Nacht wird, das seht ihr gleich. Und hier hat man halt dann einmal einen komplett offenen Tempel, wo halt auch Tiere reingehen können und so weiter. Ich habe vorher nochmal ein bisschen rumgespielt, ein paar Leute hier spawnen lassen und geguckt. Man spawnt immer so irgendwie entweder auf dem Glas manchmal drauf, keine Ahnung warum, manchmal da drinnen, manchmal hier so ein paar Meter außen rum spawnt man immer und so hat man halt dann direkt die Möglichkeit hier ja in diese Welt direkt dann zu unserer Base zu kommen. Wir warten jetzt nochmal kurz ein paar Sekunden und dann ist Nacht. Ja, wie ihr seht, sind da drin ein paar Fackeln angebracht und sobald dann halt die Sonne untergeht und der Mond aufgeht, ja, sehen wir dann, wie das Ganze hier so aussieht. Und ich finde, das Ganze sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Ich finde, das zerstört nicht so die Natur, die jetzt hier drum ist. Das wollte ich möglichst, ja, sozusagen intakt lassen. Und so sieht man dann halt ganz gut, dass hier einfach, das sieht dann so aus, als wenn hier einfach ein alter Tempel wäre. Und ja, mehr soll hier drum auch erstmal nicht entstehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und ganz besonders dabei zu beachten sind diese Torbögen. Ich habe möglichst versucht, immer so abgerundete Stellen zu haben, damit das Ganze, sagen wir mal, recht naturgetreu aussieht und ein bisschen flüssiger aussieht. Und so sieht das Ganze von innen aus. Und wie man so eine perfekte Kuppel baut, ja, könnt ihr halt mit einem Programm machen, das ist noch in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, Plots, da könnt ihr mal drauf gehen und dann seht ihr, wie man perfekte Kuppeln, Kreise und so weiter halt baut. Ja, gleichzeitig habe ich mir gedacht, damit ich nicht immer jedes Mal, ja, die Leute sozusagen im Video da irgendetwas sagen muss, mache ich hier direkt am Spawn, ja, so ein paar kleine Schilder mit ein paar Regeln, ein paar Sachen, ein paar Stats, die halt über die Minecraft World sind und die könnt ihr euch dann nächstes Mal, also jetzt, wenn ihr euch die Welt nochmal runterladet, ja, direkt benutzen. Und diese Welt wird jetzt auch beim letzten Video der Special Folge als Saunod angegeben, damit, ja, einfach man einfach hier spawnt und nicht mitten in der Pampa. Gut, hier steht dann noch einmal die Spielzeit, bis wann ich das halt hatte. Und das war jetzt halt am 3.1., als ich das gebaut habe. Da hatte ich halt ungefähr, glaube ich, eine Spielzeit von circa 500 Stunden. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Und wenn man hier ist, kann man runtergehen. Das Besondere hierbei ist, sobald man unten ist, dass ich einmal hier versteckte Truhen eingebaut habe. Ich weiß nicht, ob alle immer meine anderen Videos, die dienstags erscheinen, immer gucken. Und in diesen Videos zeige ich halt so kleine Ideen und Erfindungen. Und dieses Mal ist es eine versteckte Kiste. An dieser Wand sieht man gar nichts. Hier sind nirgendwo Schalter. Gar nichts. Und wenn man dann einfach hier hingeht, kann man draufklicken und hier seht ihr direkt eine Kiste mit ein paar Startsachen drin. Das wissen natürlich nur die Leute, die IOSAs World Tour geguckt haben. Und hier ist das Ganze nochmal. Hier sieht man das ein bisschen, weil das halt, ja, hier zu sagen, noch ein bisschen verbuggt ist. Momentan spielen wir auch in der Version, ja, in der neuesten Pre-Release-Version von der Version 1.5, 13W03A. Und ich habe schon mal ein paar Sachen hier gecheckt und ein paar Sachen sind halt kaputt gegangen. Das Ganze werde ich euch irgendwann mal zeigen, wenn ich das gefixt habe. Und sobald ihr hier angekommen seid, gehen wir jetzt einmal hier lang. Gehen hier ins Nether-Portal rein. Und ich hatte ein bisschen Glück und das spawnt direkt hier in unserer Nether-Festung. Man geht dann einfach hier raus, guckt sich einmal rum und was sieht man hier? Gleich schon unseren gehalfslappten Bereich. Wenn man dann hier halt hierher geht oder hierher, ja, fliegt, können wir jetzt mal sagen, dann kommt man auch direkt schon fast bei unserer Base an. Und so müssen wir dann einfach nur noch hierher laufen und ja, sind dann auch schon direkt, wenn man diesen Weg hier gleich weiter verfolgt. Das sollte man natürlich am besten tun, indem man hier reingeht. Dann kommen wir halt wirklich direkt in unserer, ja, großen Zentrale an. Sobald wir da angekommen sind, können wir auch dann direkt in die Base gehen. Und so geht, denke ich mal, geht das am schnellsten für euch, da hinzukommen. Ich hatte von ein paar Leuten von euch die Vorschläge gehört, dass ich ja sozusagen den Spawnpoint bewegen sollte. Aber das wollte ich nicht machen, da das einfach ja doch schon wieder cheaten ist. Und deswegen habe ich mir halt
habe ich mir halt gedacht, ja, mache ich lieber so einen kurzen Weg hierhin und dann gebe ich euch halt die Möglichkeit, dass ihr hier innerhalb von einer Minute hinläuft. Ja, wie ihr letztes Mal auch schon in dem kleinen Video gesehen habt zum Special, waren im Hintergrund ein paar Sachen von der Eiswelt. Die ganzen möchte ich euch jetzt zeigen und noch ein bisschen was dazu erklären. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal dahin und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt doch nicht in der Spawnwelt, denn ich wollte euch hier nochmal eine kleine Sache zeigen. Und das ist einfach der Punkt, dass wir jetzt ja in der Version 1.5 spielen. Und wie einige von euch wissen, gibt es ja in der Version 1.5 ein neues Nether-Erz. Das heißt Quarz, und da kann man ziemlich geile Sachen rausbauen. Das Ganze, denke ich mal, habt ihr schon oft genug von in anderen Videos gesehen, deswegen erkläre ich das jetzt hier nicht nochmal extra. Und ja, ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage an euch. Das wäre nett, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, ob ich das machen soll oder nicht. Und zwar ist das einfach die Frage, ob ich das Nether einmal jetzt komplett löschen soll. Also wirklich komplett löschen und dafür dann einfach ein neues Nether hier generieren lasse. Die Strukturen werden hier gleich bleiben. Ich werde das hier, wenn das okay ist, einfach ausschneiden und dann wieder in die Welt einfügen. Und so haben wir dann halt ein komplett neues Nether, weil sonst ist ja im Nether hier nicht viel passiert. Dann haben wir halt ein komplett neues Nether und haben dann hier halt überall Quarz, weil ich bin hier schon ein ganz schönes Stück immer rumgelaufen und deshalb ist halt alles berechnet und es können halt keine neuen, ja, Quarzblöcke sich generieren. Und deshalb wäre es ganz nett, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, wenn ich die ganze Sache, das Nether also einmal komplett lösche, das hier neu einfüge. Ich muss mal gucken, wie das geht, und sobald ich das dann gemacht habe, haben wir hier sozusagen geupdatetes Nether mit Quarzblöcken und dann können wir hier nochmal sozusagen neu anfangen. Gut, jetzt sehen wir uns wirklich in der Schneewelt und bis gleich. So, wir sind jetzt fast bei der Winterwelt angekommen und jetzt müssen wir noch die letzten paar Meter überwinden, und sobald wir das getan haben, sind wir auch schon in unserer kleinen Winterwelt. Ich ändere wieder die Sicht und jetzt müssten wir auch einbiegen und dann sind wir schon sofort da. So. Die tun wir mal kurz hier rein. Und dann gehen wir nach oben. Ja, wie viele von euch schon gesehen haben, hat sich hier oben auch wieder einiges getan. Hier war früher halt nur die Fläche. In dieser Richtung ist das Para oder der Parameter unserer Monsterfalle, wie man da hinten so gerade sieht. Und hier vorne haben wir jetzt ein paar Sachen gebaut. Hier war vorher so eine kleine Testwelt von mir, wo ich ein paar Sachen gebaut habe. Und hier ist nochmal einmal die Eismaschine. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie noch aus den anderen Videos. Ja, ich benutze sie ab und zu mal, wenn ich halt Eis brauche. Und hier vorne ist dann halt noch ein neues Gebäude hinzugekommen. Das zeige ich euch gleich. Das Ganze habe ich halt versucht, möglichst offen und schlicht zu halten, da einfach ja Eis immer halt nur entsteht, wenn da drüber freier Luftraum ist. Und dann haben wir hier noch einmal einen Wald angelegt. Ja, da ich in letzter Zeit halt sehr, sehr viel halt dunkles Holz benötigt habe, auch für die ganzen Monsterfallen, und deshalb haben wir halt hier einen riesigen Wald angelegt, ein paar ja, Schneemänner hier reingetan, damit hier auch schön viel Schnee ist. Und sonst ist das Ganze ja ganz cool. Hier drin ist mal eine ja, kleine Erfindung, die ich halt so ein bisschen dran rumspiele, und die Idee ist eigentlich ziemlich cool. Das klappt leider noch nicht ganz perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der neuen Version liegt oder woran das halt sonst liegt. Ich tue mal die Sachen aus der unteren Reihe hier raus, bis auf die Seeds. Und das Ganze sieht so aus. Die Tür muss geschlossen sein wegen dem Lichtfaktor. Wir setzen jetzt einfach hier ein, ja, sozusagen Seed hin. Und dann schießt hier automatisch ein Bone Meal raus. Zack, klickt man da drauf, kann man das abbauen. Updatet sich das Ganze halt und wir kriegen neuen Samen. Den tut man da drauf, dann kriegen wir wieder ein neues Bone Meal. Bauen ab, setzen neuen hin. Kommt neuer, müsste eigentlich ein neuer Samen kommen. Das Ganze darf man halt nicht zu schnell machen, und wenn man das halt gemacht hat, können wir das Ganze öffnen, holen uns die Sachen hier ab. So. Befüllen den hier wieder mit Seeds und so können wir dann halt möglichst schnell Wheat farmen. Das war jetzt erstmal nur so eine kleine, ja, Probeidee. Ich weiß nicht, ob das Ganze so optimal funktioniert. Ich habe das schon mal schneller gesehen und das war jetzt halt nur ein kleiner Versuch von mir. Ich tue mal wieder die Sache nach unten und das war es auch eigentlich wieder von heute. Ist es leider nicht so viel, da ich einfach ja in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, wirklich zu bauen, und diese Monsterfarm doch ziemlich, ziemlich lange gedauert hat. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von dem Nether haltet. Und ich denke mal, ich gucke mir jetzt mal in nächster Zeit so eine AFK ja, XP-Maschine an, da das einige von euch sich gewünscht haben und ich die Idee ziemlich cool finde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn, ja, nächsten Freitag, und schreibt einen Kommentar unter dieses Video, bewertet das und liked das bitte, wenn dann, denn das hilft mir sehr, sehr weiter. Ich bin raus für heute. Ciao.